Ganz wichtig, bevor dieses Video anfängt, wie immer, und das mache ich viel zu wenig, Liebe geht raus an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet diesen Kanal am Leben. Hier mal ein Dank an die aktuellen Kanalmitglieder, die diesen Kanal aktiv, fucking aktiv unterstützen. Ihr seid die Goats, ihr seid die Nerdbombler, ihr seid die Nerdbomb-Army, die, wie gesagt, hier das Licht anlassen. Für euch mache ich die Livestreams, für euch mache ich die Analysen. Oder nicht nur für euch, aber ihr seid ein Hauptgrund, da ihr wirklich die Hardcoresten der Hardcoresten seid. Und ich sage das viel zu selten, aber Liebe geht raus. Vielen, vielen Dank. Schönen guten Tag, Jungs und Mädels. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Nerdbomb. Ja, es ist wieder soweit, eine neue Trailer-Reaction und diesmal zu House of the fucking Dragon Season 2. Ich habe so Bock drauf und es ist nicht ein Trailer, es sind fucking zwei Trailer. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, weil da steht Black and Green, dass es wahrscheinlich natürlich so wie die Poster einmal ein Trailer ist, der so pro der grünen Partei und die anderen pro der schwarzen Partei, also jetzt nicht unsere grüne Partei in Deutschland, sondern in Game of Thrones. Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Holy shit, Mann. Die Serien dieses Jahr scheppern echt, ne? Also, da kommt die Pinguin-Serie, House of the Dragon-Serie, Acolyte-Serie. Also, da kommt noch so viel auf uns zu dieses Jahr. Ich bin echt, echt gespannt und es könnte ein geiles Serienjahr werden. Also, eins muss man ja auch sagen, egal wie kontrovers das Ende von Game of Thrones war, ich liebe es, ihr habt keine Ahnung, wenn ihr es nicht tut, Spaß, man muss wirklich sagen, man hätte wahrscheinlich nicht damit rechnen dürfen, dass sie das Level von Game of Thrones so halten können in der Qualität bei der ersten Spin-off-Show. Ich bin wirklich immer noch baff, wie gut die waren. Ich muss sagen, das einzige Negative, an das ich mich jetzt spontan erinnere zur ersten Staffel, war, dass das CGI nicht immer on point war, besonders was die Umgebung angeht. Ne? Ich hoffe mal, dass das auch daran lag, ähnlich wie in den ersten Staffeln von Game of Thrones, dass man noch nicht wusste, wird es einschlagen oder nicht. Nachdem diese Serie so asozial gut eingeschlagen ist, hoffe ich mal, dass sie vielleicht den einen oder anderen Cent mehr da noch reingesteckt haben oder einfach noch ein bisschen mehr das Auge auf diese Qualität gelegt haben. Storytechnisch und so war die erste Staffel schon, oh mein Gott. Es gibt so viele Charaktere, die ich hasse. Und ich liebe es, sie zu hassen, weil sie so gut sind, ne, dass man sie hassen kann. Dann gibt es wieder Charaktere, die du hast, aber auch gleichzeitig feierst, wie einen Daemon. Es ist so nice. Und dann ist es ja, ihr wisst es, Drachen und der Bombo ist dabei. Und ich in dieser Show gibt es so viele Drachen. Und jetzt nähern wir uns dem Tanz der Drachen, den Krieg zwischen den beiden Fraktionen, Drachen gegen Drachen. Oh mein Gott, es wird so scheppern. Wobei ich glaube, das geht dann eher in so eine dritte, vierte Staffel, wo es komplett eskaliert, aber hier wird es auch schon abgehen. Ja, kurzer Spoiler für die, die die erste Staffel noch nicht gesehen haben, ganz kurz weghören. Ich halte mal ganz kurz das Peace-Zeichen hoch, solange ich darüber rede. Ja, am Ende ist ja, der eine Sohn dann getötet worden, weil hier Mr. Pirat mit der Augenklappe gedacht hat, ich ärgere den ein bisschen, aber sein Drache hat da nicht mitgespielt mit dem Ärgern, sondern hat ihn gleich mal in 1000 Teile zerfetzt. Dementsprechend werden wir da jetzt resultierend aus dieser Aktion eben jetzt hier die ganze Racheaktion sehen und es wird sich hochschaukeln und es werden Leute sterben und es ist einfach nach wie vor House of the Dragon, Game of Thrones, brutal nice. Spoiler Ende. Ja, in diesem Sinne, ich habe so Bock jetzt drauf. Ich bin so gespannt auf die beiden Trailer. Wir starten mit Trailer Black von Sky Deutschland. Ich habe gerade mal ganz kurz in den anderen Trailer reingeguckt, beziehungsweise habe ihn nur gestartet. Der war auf Englisch, jetzt habe ich nochmal geguckt. Es gibt auch schon einen auf Deutsch. Also von daher gucken wir uns natürlich den auf Deutsch an. In diesem Sinne, nicht lang schnacken, Drachen in den Nacken, Ladies and Gentlemen. Übrigens, Bombo, Team Black. Schreibt in die Kommentare, welches Team ihr seid. Ich bin sowas von Team Black. Okay, wir starten den ersten Trailer. Und zwar
Trailer Black. Mein Vater erwählte mich, sein erstgeborenes Kind ihm nachzufolgen. Er hielt bis zu seinem Tod an seiner Entscheidung fest. Und doch sitzt Allisons Sohn auf meinem Thron. Ich werde diesen Krieg führen und ihn gewinnen. Au! Au! Das Reich wird sich bald selbst in Stücke reißen, wenn die Menschen sich nicht an den Eid erinnern, der König Viserys und seiner rechtmäßigen Erbin geschworen wurde. Boah. Die Hohen Turms rücken vor. Dieser Widerling mit der Augenklappe, ne? Unsere Bedingungen sind ganz einfach. Schwört dem falschen König ab und beugt das Knie vor der Königin. Sonst wird euer Haus brennen. Damon ist so ein Wichser, aber ich liebe ihn. Wenn das Verlangen zu töten und zu brandschatzen uns ergreift und wir die Vernunft fahren lassen, wissen wir nicht einmal mehr, was den Krieg ausgelöst hat. Darum liebe ich Haus Schwarz, weil da ist minimal Gerechtigkeit noch drin. Mir bangt vor dem, was ich begonnen habe. Baby. Let's go. Yes. Wir schieben den nächsten direkt hinterher. Vor wenigen Wochen lebte mein Lord Ehemann noch. Lord Und es Ehemann. Herrschte Frieden im Reich. Hat die eine neue Synchro? Auf seinem Sterbebett war ihm klar, das Reich würde nie eine Königin annehmen. Nein! Die Anhänger sollen glauben, was sie möchten. Deine ganze Motivation Aegon als Nachfolger. Beruht auf einer Lüge! Ihr Streben gilt nicht mehr dem Wohl des Reichs, sondern nur noch dem Stillen ihres Rachedursts. Verschwört euch gegen den König und ich räche mich hundertfach. Ich bin so furchterregend wie jeder von denen. Du weißt nicht, welche Opfer erbracht wurden, um dich auf diesen Thron zu bringen. Mein Onkel ist mir eine willkommene Herausforderung. Was es wagt, sich mir zu stellen? Oh, da freue ich mich Wir so sehr drauf. Wir werden uns durchsetzen und den Frieden erlangen. Doch du musst einsehen, dass der Weg zum Sieg jetzt ein gewaltsamer ist. Gut. Ziehen wir in den Krieg. Mein Boah, Leben ich lang bin ich bestrebt zu dienen. Wird so wie 18 meinem Haus teilt. Wie dem Reich. Ich hasse ihn. Nichts davon spielt eine Rolle. Gebt all euren Mut für den einzig wahren König, Aegon! Sea Smoke, my boy! Boah, Leute, ich bin so hyped auf die Serie. Ich bin so hyped. Boah, wird das wieder geil. Das wird wieder Qualität pur. Das ist sowas, da steht HBO drauf. Genau wie bei Pinguin, genau wie bei der Bene Gesserit-Serie. Du weißt, du bekommst Qualität. Du musst keinen Würfel werfen, wie bei Disney Plus oder so und hoffen, dass diesmal das nicht ganz so schlimm wird, sondern du kannst davon ausgehen, es wird geil und das sieht schon wieder so nice aus. Ich würde sagen, die visuelle Qualität sieht sehr gut aus, wobei ich auch schon wieder so ein paar Problemchen mit der einen oder anderen Hintergrundeinstellung hatte, was ich schon in der ersten Staffel hatte. Wenn das die größten Probleme sind, dann komme ich damit klar. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass da wieder ein bisschen mehr ein Augenmerk drauf ist, denn das haben wir in der Original Game of Thrones Serie tatsächlich ja überhaupt nicht. Alter, Leute, es sieht so gut aus und ich liebe einfach das mit den Drachen, Mann. Wir brauchen mehr Filme mit Drachen. Ich hoffe, wir kriegen irgendwann mal gescheite Aragorn-Filme oder eine gescheite Aragorn-Serie, wobei das vielleicht zu teuer wäre als Serie. Wobei, Mercier, House of the Dragon. Drachen sind einfach, also ohne Scheiß, es gibt drei Sachen, die können Filme nur besser machen. Drachen, Ninjas und Lichtschwerter. Und das Beste ist, Ninjas mit Lichtschwertern auf Drachen. Ja, also ich habe richtig, richtig Bock drauf. Richtig Bock drauf. Und wirklich, mich interessiert es total. Schreibt es in die Kommentare. Team Schwarz oder Team Grün? Sowas von Team Schwarz, Ladies and Gentlemen. Representing Team Schwarz. Aber sowas von. Weil sie hat das Anrecht auf den Thron und nicht dieser kleine, widerliche, perverse Typ, der da gerade auf ihrem Thron chillt. Oh mein Gott, Dracarys, die werden alle brennen. Ich hab so Bock drauf. Ich hab so, so Bock drauf. Wieder jede Woche ein Spektakel nach dem anderen. Oh, nice.
Ja, diese beiden Trailer bekommen von mir natürlich ganz klar eine 10 von 10. Haben mich wieder richtig gehypt auf die Serie. Richtig gutes Marketing für jede Partei, einen Trailer rauszubringen, aus ihrem Blickpunkt das Ganze zu beleuchten. Sehr smart. Ja, also ich habe so Bock drauf, Leute. Wer diese Staffel noch nicht gesehen hat, und dafür müsst ihr nicht Game of Thrones kennen tatsächlich, ich denke, ihr könnt mit House of the Dragon auch ganz gut einsteigen in das Universum. Schaut euch an. Grandios. In diesem Sinne, Ladies and Gentlemen, wir hören uns bei der nächsten Trailer-Reaction, bei dem nächsten Livestream oder bei dem nächsten was auch immer. Bis dann. Peace.